Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin die Marie, ein Gesicht hinter Hallo Hebamme und neben mir sitzt die liebe Lara. Lara, wer bist du? Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, warum du heute hier neben mir sitzt. Hallo, ich bin Lara, ich bin Trageberaterin aus Weinheim und wir sprechen heute über das Thema Tragen. Mhm. Wir sprechen verschiedene Themen an, die sich alle um das Thema Tragen drehen, denn das ist wirklich ein sehr großes Feld. Warum ihr tragen solltet, wie man richtig trägt, auf was man achtet, ob Tragesystem, Tragetuch. Wir werden heute eine Serie drehen, beziehungsweise haben eine Serie für euch gedreht, die in verschiedenen Videos aufgeteilt ist, damit wir euch erstmal das Thema Tragen näher bringen können, aber auch die verschiedenen genannten Punkte. Und bevor wir jetzt Zeit verlieren, legen wir doch einfach direkt los. Sehr gerne, ich freue mich drauf. In diesem Video werden wir euch erzählen, wie man richtig trägt. Dafür haben wir verschiedene Systeme heute dabei, beziehungsweise ein Tragesystem und einmal ein Tuch. Und daran werden wir euch heute einmal zeigen, worauf es wirklich ankommt, wie das Kind am besten positioniert sein sollte. Und dafür lege ich mir gleich eine Trage an und du zeigst uns am besten, wo vielleicht so ein paar Knackpunkte drin sind oder auf was man am besten achten sollte. Oder? Sollen wir loslegen? So, machen wir das, genau. Mit was fangen wir denn an? Wir fangen mit der Tragehilfe an. Mit der Tragehilfe. Genau. Mhm. Da legst du dir schon mal den Bauchgurt um. Die Höhe des Bauchgurtes ist entscheidend dafür, dass du die Kopfkusshöhe hast. Du sollst den Kopf von deinem Baby immer von oben küssen können. Das heißt, der Bauchgurt wandert auch, während das Baby wächst, auf deinem Körper weiter nach unten. Das heißt, wir setzen es jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es eher ein kleineres Kind ist, ein bisschen praktisch weiter nach oben an. Weiter nach oben an. Und den Steg haben wir vorab schon eingestellt. Und den Bauchgurt ziehst du richtig fest, sodass eine flache Hand noch maximal reinpasst. Perfekt. Aber nicht mehr, damit da kein Kinderpopo reinrutschen kann. Genau. Jetzt darfst du dein Baby nehmen im C-Griff. Genau, dann holen wir hier einmal, das ist die liebe Ali mit dazu. Einmal im C-Griff über die Schulter. Genau. Ich lege sie mir hierher, dann versteht ihr mich nämlich besser. Dann hältst du sie genau mit der Hand und der Arm von der Anni kommt noch mit über deine Nacken. Ja. So ist dein Baby nämlich sicher und du hast eine Hand frei. Genau, jetzt kannst du sie dir vor dem Bauchgurt setzen. Nicht von oben auf den Bauchgurt, sondern das Baby davor setzen. Genau, sodass der Popo erstmal in der Luft schwebt. Dann hältst du dein Baby im diagonalen Stützgriff. Das heißt, deine Hand umschließt den Oberschenkel, dein Unterarm wandert einmal über den Rücken und deine Schulter geht dabei so nach oben. Genau, und so hast du dein Baby auch wieder sicher und du hast wieder eine Hand frei. Mit der freien Hand klappst du jetzt das Rückenteil nach oben, drückst dagegen und ziehst die Hand einmal raus und hältst direkt wieder von außen im diagonalen Stützgriff. Genau. Dann habe ich wieder eine Hand frei. Genau, wieder eine Hand frei. Mit der freien Hand klappst du dir jetzt den ersten Träger über die Schulter und dann greifst du einmal um, wieder eine Hand frei und legst dir den zweiten Träger auch über die Schulter. Und jetzt ist das Rückenteil noch nicht ganz bis im Nacken, so wie es sein sollte. Mhm. Jetzt nimmst du das an der Seite und gehst mit deiner Hand ganz nah am Körper entlang bis zur anderen Seite. Und hältst da auch fest und ziehst jetzt ganz vorsichtig, genau, das reicht schon. Und wieder in den diagonalen Stützgriff mit einer Hand. Jetzt sieht man nämlich, dass das Nackenteil hier, das Rückenteil im Nacken endet. Genau, im diagonalen Stützgriff hältst du. Jetzt hast du wieder eine Hand frei. Mit der freien Hand schnappst du dir beide Triggerenden und ziehst den Arm gerade nach unten, um Spannung drauf zu bekommen. Jetzt kannst du dich nochmal rumdrehen. Und dann vorne loslassen und das Baby ist schon sicher. Genau, und jetzt wickel ich genau, jetzt einmal. Wickelst du noch rum. Beziehungsweise ich wickel jetzt hier einmal rum, dass ich einmal die Träger hinten überkreuze. Genau, dass du sie überkreuzt. Und dann ist es wichtig, praktisch vorne einmal unter die Beine. Unter den Beinen. Und dann aber trotzdem auf dem Gurt zu wickeln. Genau, genau, dass sich das Tuch oder der Träger nicht da auf dem Bauchgurt, unter dem Bauchgurt festklemmt. Und somit dann auch nicht lockert. Auch nicht lockert. Genau, und jetzt binden wir das hier hinten zu. Und jetzt sehe ich schon direkt, dass die Träger nicht auf einer Höhe sind. Ich sehe jetzt schon, dass dieser hier lockerer ist. Seht ihr das auch? Nicht gleichmäßig gezogen. Ja. Ja. Jetzt könntest du es korrigieren. Du gibst ja den Träger hier nach oben. Ja. Und dann ziehst du auf der anderen Seite, denn du hast es hier hinten überkreuzt. Gibst dir das alles nochmal so weit nach hinten bis zum Knoten und dann justierst du den Knoten nochmal nach. Genau.
So, das sieht schon richtig gut aus. Tada! Es gibt nur ein paar Handgriffe, die du jetzt noch machen kannst, damit dein Baby noch besser sitzt und damit es für dich dann auch noch bequemer ist. Und die auch noch sehr wichtig sind. Natürlich. Ne? Genau, ich glaube, wir fangen mit den Beinen sogar an. In einem Video hatten wir es ja auch schon tatsächlich erzählt, dass es wichtig ist, dass die Kinder immer vor allem mit den Beinen in einer M-Position sind. Das ist jetzt hier noch nicht optimal. Ich spüre das auch schon direkt, dass das Kind noch nicht gut an meinem Körper ran ist. Vielleicht zeigst du uns einmal, wie ich es korrigiere. Du korrigierst es, indem du mit deinen Händen in die Tragehilfe reingreifst, an den Popo von deinem Baby. Mhm. Und dann kippst du den Popo zu dir. Ja. Genau, sodass der Popo tiefer in der Trage kommt und die Knie ein Stück weiter nach oben kommen. Und dann hat dein Baby eine noch schönere M-Position und der Rücken kann sich noch schöner runden. Zack, zack. Auf was sollte man noch achten? Du solltest darauf achten, dass das Baby immer ganz fest an dir dran ist. Dass die Trage immer richtig gut eng ist. Und da gibt es auch einen ganz tollen Trick, wie man den testen kann. Genau. Mhm. Du hältst deine Hand am Kopf des Babys und dann beugst du dich nach vorne. Genau. Und wenn der Bauch an deinem Bauch dran bleibt, dann ist die Trage fest genug angezogen. Wenn das Baby sich beim Runterbeugen so nach unten löst, dann ist die Trage noch nicht fest genug und dann solltest du nochmal oben nachziehen. So wie wir das eben schon mit der einen Seite gemacht haben, machst du es dann nochmal mit beiden Seiten. Mhm. Und ganz wichtig, die freien Atemwege. Mhm. An dieser Tragehilfe ist jetzt sogar schon so eine Vorrichtung dran, womit man den Träger abbinden kann. Das haben nicht alle Tragehilfen. Da kann man sich dann kleine Hilfsmittel zur Hand nehmen. Entweder man nimmt so ein kleines Haargummi, haben Mädchenmamas sowieso dann später zu Hause. Die kaufen das dann noch mal ein bisschen früher. Und wenn der Träger hier zu weit an der Nase und am Mund vom Baby dran ist, an den Atemwegen, dann macht man das hier drum und dann hat man das noch mal ein Stück enger gezogen. Wenn man nicht so ein Haargummi nehmen möchte, kann man auch einfach irgendein Schnürchen nehmen, was man zur Hand hat, sodass die Seite, wo das Baby hinguckt, immer genug frische Luft bekommt. Super. Ich glaube, Anni kann gut Luft kriegen. Was meinst du? Ich glaube auch. Genau. Fühlt sich auch gut an. Ich glaube, wir haben sie optimal reingesetzt. Ich glaube auch. Jetzt möchten wir vielleicht noch den Kopf stützen. Definitiv. Ja. Da kannst du bei einer Tragehilfe diese Kopfstütze wie ein Segel über den Hinterkopf aufspannen. Da hat jeder Hersteller hat so sein eigenes System. Hier wird das durch so eine kleine Schlaufe durchgezogen. Und dann kannst du es hier festklipsen. Da muss man dann wahrscheinlich auch schauen von Trage zu Trage, wie du gesagt hast, das ist eben ganz unterschiedlich. Ne? Genau, wie man da hat jeder Hersteller. Manche haben Knöpfe, manche haben diese Druckknöpfe, eine Schlaufe. Manche haben Bändelchen. Also da, genau, ist immer da ganz hat unterschiedlich, jeder Hersteller ne? sein eigenes System. Mhm. Du kannst aber auch diese Kopfstütze einrollen. Dann hast du hier so eine Nackenrolle. Die Bindel, die bindest du dann hier drum. Und dann ist es da auch fest. Und auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite auch. Du kannst auch nochmal ein Hilfsmittel nehmen. Und zwar so ein Mulltuch oder Spucktuch hat man auch immer dabei. Ich glaube, en masse. Das kannst du auch um den Nacken legen und dann einmal durch die Träger durch, auf beiden Seiten. Und hier ist es auch wieder sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Atemwege frei bleiben. Tada! Das Spucktuch kommt gleich nochmal zum Einsatz. Ich glaube beim Tuch, ne? Beim Tuch, genau. Denn das Tuch hat keine Kopfstütze dran. Hast du noch einen Punkt, den du einem Tragesystem oder einer Tragehilfe gerne hinzufügen möchtest? Oder würdest du jetzt sagen, jetzt könnten die Eltern oder der oder diejenige, die eben gerade das Kind trägt, losmarschieren? Wenn es für alle bequem ist, können alle losmarschieren. Ja, wichtig ist, das Baby ist rundum gestützt. Die Eltern fühlen sich wohl in der Trage. Fühlt sich zumindest gut an. Anni, wir können los. Anni ist, glaube ich, auch sehr zufrieden. Ja, großartig. Ganz zufriedenes Baby. Genau. Ich zeige dir jetzt noch, wie du Anni oder das Baby da auch nochmal sicher rausbekommst. Perfekt. Genau. Erstmal löst du die Kopfstütze. Das legen wir einmal kurz hierher. Und dann nimmst du nochmal direkt im diagonalen Stützgriff. Und Theo sieht es besser. Mit der freien Hand öffnest du auf dem Rücken deinen Doppelknoten. Und mit ein bisschen Übung weißt du ganz genau, wo der Daumen hin muss, um den Doppelknoten zu öffnen. Genau. Vorne die Überkreuzung lockerst du. Zack. Genau. Und dann kannst du dir die Träger einmal nochmal nach vorne nehmen.
Und jetzt greifst du nochmal mit der Hand in die Trage rein und hältst im diagonalen Stützgriff. Chups. Jetzt hast du dein Baby wieder, kannst es sicher ablegen und erst wenn dein Baby wieder sicher liegt, öffnest du den Bauchgurt. Mhm. Super, Anni, wo legen wir dich hin? Du darfst sie auch mir geben. Dann darf ich sie dir gerade einmal übergeben. Super. Hast du sie? Ich habe sie, genau. Genau, und so lösen wir einmal den Bauchgurt. Na, dann ist nämlich sichergestellt, dass du nicht den Bauchgurt vorher öffnest. Mhm. Und somit dann man vielleicht auch über die ganzen Kabel drüber fällt, ne, oder stolpert, beziehungsweise um die, Kabel ist ja ein falsches Wort, ne? Die Träger eigentlich. Die Träger, die Bänder, genau. Die man gewickelt hat. Genau. Da musste man auch immer tatsächlich wirklich gut aufpassen, weil das sind eigentlich häufig Stolperfallen. Vor allem auch, wenn man die Kinder trotzdem ablegt. Also wenn man es jetzt, dass man nicht drüber steigt oder sich mit den Füßen verhängt. Also achtet da auch wirklich gut drauf, wenn ihr wirklich so längere Bändel habt, dass ihr euch darin nicht verfangt und dann vielleicht im schlimmsten Fall tatsächlich mit Kindern stürzt. Ja. Mhm. Genau. Das hat man tatsächlich, wenn man eine Fullbuckle-Trage nimmt, eher weniger das Risiko. Mhm. Ja. Kann trotzdem passieren. Kann trotzdem passieren. Vor allem jetzt beim Tuch, wenn wir das da holen. Ne? Ich glaube, dann ist es doch perfekt, dass ich das einmal hochnehme. Wir haben jetzt hier ein Tuch. So, wir haben das Tuch einmal angelegt. Es ist natürlich auch immer so eine Sache, welches Tuch verwendet man, ne? Hat man zum Beispiel ein gewebtes Tuch, wie wir das jetzt hier praktisch gerade haben, oder hast du ein elastisches Tuch? Es gibt auch 10.000 verschiedene Wickeltechniken, die man tatsächlich anwenden kann. Wir haben jetzt einfach eine mal gewählt, damit ihr einfach nur gerade sehen könnt, worauf es wirklich ankommt, wie man ein Kind richtig tragen sollte. Und vielleicht können wir die Punkte gerade einmal zeigen. Also hier beim gewebten Tuch, das wird nur einlagig getragen. Das elastische Tuch müsste dreilagig getragen werden, damit es sicher ist, damit das Baby da gut genug gestützt ist. Dreilagig nur für euch bedeutet, dass man jetzt nämlich einfach hier diese Träger noch einmal hier praktisch über das Kind drüber ziehen müsste, sollte. Genau, beim elastischen Tuch. Genau. Beim gewebten Tuch reicht es einlagig. Mhm. Das Baby hat hier die optimale M-Position, die optimale Anhock-Spreizhaltung. Und bei dem Tuch muss ich auch keinen Steg einstellen. Das Tuch passt sich immer mir und dem Baby in dem Moment richtig an. Mhm. Den Kopf von meinem Baby, den sollte ich natürlich auch stützen. Und da kann ich auch wieder das gleiche Tuch nehmen. Das lege ich auch um den Nacken. Ziehe das einmal hier unter den Trägern durch. Und dann ist der Nacken gestützt von dem Baby. Und ich kann es sicher und gemütlich tragen. Super. Ja. Beim Rausnehmen muss ich auch hier wieder darauf achten, dass ich nicht über das Tuch stolpere. Mhm. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Wickeltechnik sollte ich verwenden oder welche haben wir hier verwendet, am besten ist es tatsächlich, wenn ihr euch für ein Tuch entschieden habt, je nachdem, ob es eben gewebt, elastisch oder wie auch immer ist, dass ihr dann auf den Seiten von den Herstellern, gibt es dann meistens Videos und verschiedene Tragewickeltechniken, die ihr euch da am besten einmal anschaut, weil das ganze Repertoire können wir heute hier leider nicht zeigen, das würde unseren Rahmen einfach sprengen, auch wenn es wirklich ein sehr wichtiges und gutes Thema ist. Aber genau, vielleicht zeigst du uns gerade noch, wie wir sie jetzt am besten wieder rausnehmen. Ja, beziehungsweise das Baby, unsere liebe Anni. Ich halte die Anni wieder genau. In der im diagonalen Stützgriff, öffne mir hinten den Doppelknoten. Dann locker ich vorne den Knoten, greife einmal um, lasse das Tuch fallen und habe Anni wieder sicher frei. Und dann muss ich noch einmal vorsichtig aus dem Tuch raussteigen. Genau. Wie es dann tatsächlich, ja, wie wir es bei der Tragehilfe ja auch schon gesagt haben, Vorsicht, dass man nicht stolpert, dass ihr euch da auf jeden Fall in dem Tuch nicht verheddert und dann ist gut. Genau. Super, dass du uns das Tuch auch mitgebracht hast und wie gesagt, schaut auf jeden Fall je nachdem bei den Herstellern nochmal nach, für welches Tuch ihr euch entschieden habt. Ich hole das hier noch einmal hoch. Super interessant. Die Trageberaterinnen können euch auch helfen, denn auch beim Tuch gibt es die perfekte, bequemste Bindetechnik für jeden. Die unterschiedlich sein können. Genau. Ja? Wie individuell doch immer alles ist. Ne? Also ich glaube, das ist der meistgesprochenste Satz, wenn man ein Baby bekommt, dass alles individuell ist, egal, auch im Wochenbett. Aber genau, wunderbar. Vielen Dank, dass du uns gezeigt hast, wie man am besten trägt, worauf es ankommt, auf welche Punkte man achten sollte. Wir hoffen, dass ihr euch hier ein paar Punkte mitnehmen konntet und wir euch einige Informationen noch mit an die Hand geben konnten. Und vielen Dank, liebe Lara. Sehr gerne. Macht's gut.